Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Ja, und in der Folge, ich bin im Moment gerade in so einer Runde, wo ich hier alle Panzer bis Tierstufe 6 auf mindestens 6 Gefechte fahre. Jetzt habe ich hier den Super Chaffee mit 5 Gefechten und dann, ich glaube, der nächste mit 5 Gefechten. Wäre noch der A32, das ist ein Vierer Russe. Die wird man dann als nächstes jetzt in dieser Folge fahren. Ich hoffe, ich ärgere mich nicht so wie gestern. Das war so nervig, da hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Da habe ich die erste Folge gelöscht. Da habe ich noch eine Folge aufgenommen, da habe ich dann aber vergessen, weil ich zwischendurch hatte ich so gespielt und mit Lautsprecher, also nicht mit Kopfhörer. Dann habe ich vergessen, den Kopfhörer umzuschalten. Lautstärkeausgabe umzuschalten, sodass ich dann bei der Aufnahme dann im Mikrofon auch noch die Lautsprecher nochmal mit aufgenommen habe. Das war dann natürlich eine Katastrophe. Konnte ich dann auch nicht verarzten. Dann hatte ich auch keine Lust mehr. Habe ich gestern überhaupt keine Folge aufgenommen. Auch nicht in Kingdom Come Deliverance. Habe irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich habe jetzt eben noch schon eine Folge Kingdom Come Deliverance aufgenommen. Das ist dann auch schon mal geschafft. Und jetzt mache ich hier dann halt die 2 Gefechte. Und dann schauen wir mal. Das ist teilweise... Ich muss mich nicht so aufregen vielleicht. Auch wenn es mal nicht läuft. Man kann nichts erwarten. Das ist irgendwie zurzeit alles ganz komisch. Starten wir einfach ins Gefecht. Den Super Chaffee. Das ist ein... Ist auch von der wohlverdienten Belohnung von, weiß ich nicht, 7, schon 3 Jahre her, glaube ich, oder so was, um die Ecke rum. Und, ja, mal gucken, fahren wir einfach mal. Wir auch erst jetzt ein paar Gefechte drauf, okay. 5 Gefechte habe ich da drauf, 60% Winrate, okay. Aber verlieren wir halt, gewinnen wir, verlieren wir, weiß keiner so vorher. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wo man jetzt mit dem Light hier hinfahren soll. Auf der Gegenseite ist noch ein Type 64, na toll. Ich fahre mal auf den Mittelhügel erstmal. Mal gucken. Vorsichtig fahren. Von ihnen nicht dahin fahren, wo der TDs stehen. Welche TDs aufgehen oder so. Hier sehe ich ja nichts. Ich sehe nichts. Doch da sehe ich was. Meine Super Chaffee. Ich sehe hier nichts, das ist mein Problem.
Oh, Kacke. Mist. Mist, ey. Der bounced ja auch noch. Ach Mist. Was ist das für eine scheiß Vorhalte, was ich da mache? Ach, ich kann doch wieder zurückfahren, ne? Haben die noch Lights? Ne, haben sie nicht, ne? Okay. Da hinten sind die eh offen. Und VZ wieder offen halten. Dann fahren wir wieder darüber. Ach, jetzt ist er offen. Gucken. Irgendjemand? Aha. Gehört mit dem Aufgehen hier. Mist. Mist. Zu früh gesehen, ne. Schade. Ich hätte damit gerechnet. Irgendwie doof eigentlich. Schade. Naja, war vielleicht zu offensichtlich oder. Ach, jetzt sind die da hinten auch alle weg, ey. Ach, schade. Na gut, egal.
kannst du nicht viel machen lassen. Okay. Naja. Nee. Noch 250 hätte ich kriegen müssen, ist doof. Ärgert mich dort immer, wenn ich nicht mal 250 Erfahrung kriege, kommen sie nicht mal mit dem Hund vorwärts. Das ist immer das Doof an der ganzen Geschichte. So, aber okay. Mal das erstmal so sein, jetzt müssen wir das eben mal super Chefi kreuzen und mal die 6 durch und machen dann eine 8 raus. So, dann haben wir den A32, okay. Zwar noch, aber den hatte ich schon aufgenommen, weil letztens eine Folge den anderen Chefi hier, den, wo ist der eigentlich hier, nicht den Super Chefi, wo ist der hier, der, aber den mache ich jetzt nicht dran. So, Russen A32, okay, den hier, weil der hat auch 5 Gefechte. Dann machen wir einmal 6 fahren, das sind aber ein 4er. Oh, was haben wir hier? Okay, ne, fahren wir erstmal. Gucken wir mal. So. Der ist aber irgendwie eine ganz andere Ausnummer. Schön. Also im 3er-Gefecht dann. Das ist ein Russe, ich glaube, da fahren wir nicht ins. Fahren wir lieber mitten in die Stadt. IT3 ist nicht so besonders gut, glaube ich. Den habe ich nicht so als gut empfunden. Den hat man aber schon gespielt. Jetzt flott der A32, das ist schön. Nur wenn man nicht, aber nur nicht, wenn man gegen eine Hauswand fährt, dann ist das irgendwie ein bisschen. Ist der irgendwie. Ey, übertreibt das nicht, M3. Stuart. Russische Snapshots. BT2. Mach ich denn eine. So gehe ich in die. Wenn eine BT7A hat, okay. Gucken.
Hersteller mit rechnet mit einem A32. Ballert. Ist doch egal. Der macht Spaß, der Panzer. Irgendwie, weil er auch flott ist. Und der hat einen guten Alpha, ne? Glaube ich. Ich weiß auch nicht. Der ist irgendwie nur gut. Der A32. Ich glaube, wir müssen den S35 jetzt mal eben abholen. Da hinten. Und den T82 können wir auch jetzt irgendwie. Ach, der fährt weg. Ach, der ist schon weg. Jemand noch? Den brauchen wir nicht. Was machen die denn da oben alle? Ah, okay. Schade. Da wäre noch mehr drin gewesen. Aber okay. Kannst du nicht das Risiko einzugehen, wenn die zu dritt darin stehen. Lass mal. Ist gut so. Okay, er ist ein bekloppter Tank, der A32, glaube ich. Den hat irgendwie. Der ist auch relativ selten. Ich glaube, ich habe den mal im Schwarzmarkt bekommen. Die sind auch selten verkauft. Aber Spaß machen tut er mir. So. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, hier müssen wir gucken, noch mal gucken, was hat der für einen Durchschlag? Gut, 66. Ja, okay. Für Tier 4 geht. Ist nicht jetzt gar nicht mal so dolle, ne? Wir können nur 98 fahren, aber der ist einfach, weil der irgendwie, weiß ich nicht. Der nimmt Panzerung. Er ist flott halt, ne? Wie schnell fährt er denn jetzt genau maximal? 50? Ne, 70 sogar. Ja, ja, eben, das ist halt. Er ist richtig mit 27,29 PS pro Tonne. Ist ja, hat auch ein gutes Leistungsgewicht, also richtig flott. Also, wenn man an den rankommt, den sollte man sich zulegen. So, dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.